die Sorgen haben. Ne? Montag für Montag wird in der Tagesschau, in heute wird fett berichtet, wenn sich wieder ein paar Frustbürger in Dresden in der Pegida-Pampe suhlen. Ich sage, warum wird denn nicht mal täglich über die unzähligen Ehrenamtlichen berichtet, die sich um die Flüchtlinge kümmern? Nein, das ist immer die Berauschung, das ist immer... Nein, es geht immer um Gottes Willen. Montag sind die besorgten Bürger wieder auf der Straße. Die besorgten Bürger, das ist mein Unwort des Jahres. Besorgte Bürger. Komisch, die besorgten Bürger waren nie besorgt, als die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert wurden. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt bei der Volksbefragung in Baden-Württemberg zu Stuttgart 21. Die besorgten Bürger waren auch nie besorgt bei der jährlichen Vorstellung des Rüstungsexportberichts. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt darüber, dass ihre Altersvorsorge der schwarzen Null geopfert wird. Die besorgten Bürger waren nie besorgt bei der jährlichen Verkündigung, die Klimaziele würden leider, leider wieder nicht erreicht. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt, als durch eine irreale Austeritätspolitik Länder im Süden Europas in die Armut getrieben wurden. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt darüber, dass unser Exportüberschuss und unser Lohndumping Europa in Schieflage gebracht hat. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt über die besorgten...